Die Rallye Costa Brava ist die älteste Rallye Spaniens und führt Jahr für Jahr über traumhafte Bergstraßen in der Nähe der Stadt Girona. In diesem Jahr konnte sie wegen der Corona-Pandemie nicht planmäßig stattfinden und wurde in den Oktober verlegt. Doch davon lassen wir uns nicht aufhalten. Eigentlich bin ich nach Girona geflogen, um die Rallye Costa Brava zu gewinnen, aber daraus wird jetzt leider nichts. Nicht nur, weil ich nicht gut genug bin, sondern weil die Rallye einfach nicht stattfindet. Aber ich habe mir gedacht, damit wir den Weg nicht umsonst gemacht haben, bringe ich wenigstens etwas mit. Und zwar einen Bericht über dieses Fahrzeug hier. Denn dieser Wagen spielt eine wirklich wichtige Rolle in der Geschichte von Seat. Welche genau, das erzähle ich euch gleich. Unser Seat Ronda, das ist die Top-Version. Und der hat hier an Bord einen 2 Liter 4-Zylinder Benziner. Und der liefert 120 PS maximal, 172 Newtonmeter maximales Drehmoment und ist hier mit einem 5-Gang-Handschaltgetriebe gekoppelt, das die Vorderräder antreibt. Das hört sich zunächst nicht nach einem sehr spannenden Paket an, aber das Fahrzeug hier wiegt nur ganz knapp über 1000 Kilo. Und dann macht auch so ein Fahrzeug mit nur 120 PS richtig Spaß. Unser Fahrzeug ist vorbereitet worden, um an der Rallye teilzunehmen. Und damit sieht es hier im Innenraum ein bisschen anders aus als damals im Serienwagen. Wir haben hier zum einen die unterschiedlichen Instrumente zum Messen der Strecke während der Rallye. Wir haben hier eine Halterung für ein Roadbook und ganz wichtig und besonders auffällig, ganz klar, wir haben hier Schalensitze im Auto und 4-Punkt-Gurte. Und damit ja, wirkt er von innen ein bisschen brachialer als das Original. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, in diesen Schalensitzen habe ich richtig viel Seitenhalt. Ein bisschen komfortabler dürften sie aber sein. Der Seat Ronda wurde als Nachfolger des Seat Ritmo von 1982 bis 86 produziert. Das Spitzenmodell Ronda 2.0 wurde jedoch nur 4 Monate verkauft. Von den gerade mal rund 290 gebauten Fahrzeugen existieren heute wahrscheinlich weniger als 20. Der Ronda in der Top-Version, der hat ein Cockpit, da kann man selbst bei einem alten GTI nur von träumen. Denn hier gibt es zum Beispiel eine Fahrzeugsilhouette, die angezeigt wird und die mir Fehler im Fahrzeug mit Leuchtdioden anzeigt. Außerdem gibt es hier eine Anzeige nicht nur für die Wassertemperatur, sondern auch noch für den Öldruck und für die Öltemperatur des Motors. Wenn wir uns die Form des Ronda anschauen, wird relativ schnell klar, wer war denn damals wohl der größte Wettbewerber? Ganz klar, der VW Golf. Und da wir hier von dem Ronda Chrono reden, also der Top, der sportlichsten Version, war es natürlich der Golf GTI. Und das kann man, wie ich finde, am Auto auch sehr gut erkennen. Wir haben zum einen hier 14 Zoll Alu-Räder drauf, relativ kleine Räder, aber serienmäßig Alu. Und wir haben diese ausgestellten Radhäuser hier am Fahrzeug in schwarz abgesetzt. Das kennen viele von euch auch noch vom Golf GTI. Wenn man sich die Form anschaut, es ist schon relativ nah am VW Golf. Aber es gibt etwas, was mich ja am Schluss dann wirklich überzeugt hat, nämlich wenn ich reinschaue. Und zwar auf die Originalsitze. Da finde ich genau das Karomuster, das VW für den GTI auch am Markt hatte. Den Ronda hier auf diesen kurvigen Bergstraßen zu fahren, ist richtig Arbeit. Denn sowas wie eine Servolenkung, das suche ich hier absolut vergebens. Das Spannende außerdem ist, unser Fahrzeug ist im Vergleich zum Serienmodell 30 mm tiefer gelegt, also bretthart. Und damit liegt er eigentlich gar nicht schlecht auf der Strecke. Das Einzige, was der Ronda immer macht, ist, er untersteuert massiv. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das Platzangebot hier im Ronda ist eigentlich ganz okay. Selbst ich mit meinen 2 Metern sitze hier vorne, naja, sagen wir vernünftig. Ich hätte nur gerne das Lenkrad ein bisschen näher bei mir, aber es ist höhenverstellbar. Hinter mir ist nicht mehr wirklich viel Platz und selbst wenn ich da reinpassen würde, würde das aktuell gar nicht gehen, denn da ist im Moment ein Netz montiert, in dem unsere Helme hängen. Bereits seit der Gründung im Jahr 1950 baute Seat in Lizenz Fiat-Modelle und vertrieb sie unter eigenem Namen. Und diese Partnerschaft, die hielt rund 30 Jahre, und zwar genau bis dieses Auto kam, der Seat Ronda. Der Grund dafür war, dass der Ronda dem Fiat Ritmo bzw. dann dem Lizenzmodell Seat Ritmo extrem ähnlich sah. Und zwar so ähnlich, dass es zum Rechtsstreit und zum Bruch kam. Am Ende des Tages hat Seat gewonnen und durfte seitdem behaupten, das hier ist der erste von Seat entwickelte und gebaute Wagen. Und damit hat das Fahrzeug schon eine ziemlich
großen Stellenwert und wichtigen Stellenwert für die Marke. Außerdem ganz wichtig, der Ronda ist das erste Fahrzeug von Seat, das nach einer Stadt benannt wurde. Und ich denke ebenfalls von großer Bedeutung, der Ronda ist der erste Seat, der europaweit vertrieben wurde, und zwar direkt von Seat unter Ausschluss der Fiat-Händler. Wenn wir uns die Materialien und die Verarbeitung hier von dem Fahrzeug anschauen, muss ich ganz ehrlich sagen, wir finden wirklich fast überall Plastik. Das Schönste, wenn wir über Material sprechen, hier im Auto ist eigentlich ganz klar mein Lenkrad mit dem Wildlederbezug. Aber der Wagen war damals auch nicht wirklich teuer. Wenn wir das in Euro umrechnen würden mit dem heutigen Kurs, dann landen wir irgendwo so bei ganz knapp über 6.000 Euro für den Wagen mit dem 2-Liter-Motor. Das Geräuschniveau hier im Auto ist ein völlig anderes als das, was wir heute gewohnt sind. Der Wagen ist wirklich laut und ich höre nicht nur den Motor, ich höre die Räder, ich höre das Getriebe und ich höre tausend Sachen, die hier klimpern und klappern. Ein Teil davon ist unser Equipment, aber wirklich ein völlig anderes Geräuschniveau. Dennoch, man muss hier nicht komplett auf Komfort verzichten, denn der Ronda als Top-Version hatte zum Beispiel elektrische Fensterheber vorne bereits serienmäßig. Der Ronda hatte für damalige Verhältnisse ein relativ gutes Kofferraumvolumen anzubieten, nämlich 370 Liter mit aufgestellter Rückbank, 1250, wenn man die Rückbank umklappt. Ein Grund dafür ist der, dass das Reserverad des Ronda normalerweise unter der Motorhaube liegt und das sorgt natürlich für mehr Raum hier hinten. Zum Vergleich, ein Golf 1, der hatte damals nur 220 Liter hinter der hochgestellten Rückbank. Eine Sache, an der man sofort erkennt, dass man hier in einem alten Auto sitzt, das ist der Aschenbecher. Wenn wir den aufmachen, da passen nicht nur Zigaretten rein, da kann man ganze Stangen reinstecken. Im Moment wird es hier im Auto immer wärmer und wärmer. Und was ich jetzt wirklich gerne hätte, das wäre eine Klimaanlage, aber die gibt es beim Ronda leider auch gegen Aufpreis nicht. Mit 4,1 Meter Länge und einem Radstand von 2,45 Meter gehört der Ronda zur Kompaktklasse. Er ist 1,65 Meter breit, 1,40 Meter hoch und wiegt als Ronda Chrono 2.0 knapp unter 1000 Kilogramm. Wie der Golf GTI sollte die Top-Version des Ronda einen günstigen Einstieg in die Welt der kompakten Sportwagen bieten. Für den Ronda gab es damals Benzinmotoren mit 1,2, 1,5 oder aber 2,0 Liter und die haben zwischen 64 bis rauf zu 120 PS maximaler Leistung abgegeben. Außerdem gab es einen 1,7 Liter Dieselmotor fürs Fahrzeug, der leistete aber nur 56 PS. Interessant bei den Motoren ist, dass ungefähr in der Mitte der Bauzeit des Fahrzeugs, nämlich 1984, es eine Kooperation mit Porsche gab und Porsche hat für den Ronda neue Motoren entwickelt. Und so gab es ab 1984 den 1,2 und 1,5 Liter als sogenanntes P-Modell, nämlich mit der Porsche-Technologie an Bord. Und damit waren diese Motoren eben nicht nur haltbarer, sondern auch sparsamer. Nicht nur das Fünfganggetriebe des Ronda, das nichts dagegen hat, wenn man hier und da mal Zwischengas gibt, erinnert daran, dass das ein älteres Auto ist. Nein, auch die Bremsanlage, denn der Ronda, der hat vorne zwar Scheibenbremsen, aber hinten immer noch Trommeln. So, nachdem ich mich jetzt ein bisschen besser mit meinem Auto hier auskenne, bin ich absolut sicher, hätte ich an der Rallye teilnehmen können, das Ding hätte ich glatt gewonnen. Auch wenn die Rallye Costa Brava nicht planmäßig stattfinden konnte, durfte ich wenigstens einen Teil der Strecken in einem passenden Auto erleben. Und ich hoffe, dass es im Herbst klappt und dass ich dann die Chance bekomme, als Teil des SEAT-Teams mit dabei zu sein. Die Fahrt mit dem Seat Ronda hat richtig Spaß gemacht und es ist immer wieder toll, so ein älteres Auto zu fahren, weil man sofort merkt, dass man viele Dinge gar nicht braucht, um beim Autofahren Spaß zu haben. Und außerdem denke ich, es war wirklich interessant zu sehen, dass eben nicht der Seat Ibiza, sondern der Seat Ronda der erste 100%ige Seat war.